Otto Pendel von der SPÖ ist der nächste Redner. Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie bei so vielen sensiblen und heiklen Gesetzesmaterien gelingt es sehr, sehr schwer, hier immer ohne Polemik auszukommen. Und eines der Probleme ist, dass man einen unterschiedlichen Zugang zu diesem Gesetz hat. Und ich glaube, der Kollege Gerstler hat es schon angesprochen. Also wenn man hier über Sicherheit reden würde, was überhaupt nichts mit dem Religionsgesetz zu tun hätte, sitzt ein ganz anderes Regierungsmitglied da. Also ich ersuche wirklich inständig, dass wir versuchen, immer bei den Gesetzesmaterien, wo wir gerade in einem Gesetzgebungsprozess sind und heute hier die Beschlussfassung vornehmen, auch genauso sachlich, ohne dass wir ununterbrochen polarisieren und Ängste hier unnötigerweise hervorrufen, die Diskussion zu führen. Und ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es im Interesse des Gesamtstaates liegt. Und ich glaube, Frau Kollegin Karin, nicht besser, wenn man 3 Jahre diskutiert, lang bevor wir die anderen Diskussionen über Terror hier noch geführt haben, da kann man doch nicht sagen, dass das überhastet oder kurz oder schnell ist. 3 Jahre Diskussion auf breitester Basis. Und ich bin ja froh, dass Sie gesagt haben, es sind viele gute Dinge, dass viele gute Dinge dabei sind. Weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass man für jene, die ganz einfach sich zu unserem Staat bekennen, die sich zu unserem Rechtsbestand bekennen, dass man denen die Möglichkeit auch gibt, hier eine klare Abtrennung vorzunehmen. Und ich bitte also, wir reden wirklich von einem Religionsgesetz, ja. Und wir sind jetzt nicht im Sicherheitsbereich. Und ich sag das ganz bewusst. Weil diese Fragen müssen wir woanders regeln. Haben wir schon geregelt, wie wir das im letzten ausgehenden Jahr hier beschlossen haben. Die ersten Maßnahmen haben viele gelächelt, ja. Und dann hat man gesehen, dass diese Bundesregierung und dieses Haus zeitgerecht richtige Beschlüsse gefasst hat. Und das ist wichtig, glaube ich. Und ich möchte hier heute noch einen Abänderungsantrag einbringen, dass man sieht, dass man auf alle eingegangen ist und die Diskussion geführt hat. Und zwar der Abgeordneten Wittmann und Gersl zum Bericht des Verfassungsausschusses über die Regierungsvorlage für 46 der Beilagen. Und zwar der Nationalrat wurde in zweiter Lesung beschließen. Erstens in § 24 Absatz 4 wird den Klammerausdruck Rechtsschule durch den Klammerausdruck Rechtsschule Glaubensströmung ersetzt. Und zweitens, in § 31 Absatz 3 wird das Datum 31.12.15 durch das Datum 1. März 2016 ersetzt. Begründung zu 1. Durch die Änderung wird auf die unterschiedlichen Begriffsverwendungen, insbesondere im Bereich der islamischen alevitischen Glaubensgemeinschaft eingegangen. Und zur Ziffer 2, durch diese Änderung wird die Frist zur Auflösung der Vereine und die Frist der Anerkennung der Statuten gemäß des Ausschusses geänderten Fassung der Absatz 2 angepasst. Also in all diesen Detailfragen hat man hier Konsens auch mit den Betroffenen erzielt. Und ich glaube daher, aus der Gesamtbeurteilung heraus lade ich Sie wirklich ein, Ihre Schritte einmal zu überlegen und diesem Gesetz nicht doch Ihre Zustimmung zu geben. Man könne nicht bei einem Religionsgesetz über Sicherheitsthematiken debattieren, sagt Otto Pendel von der SPÖ in Richtung der FPÖ. Außerdem könne man nicht behaupten, dass die in den letzten 3 Jahren geführte Diskussion über dieses Gesetz zu kurz gewesen sei.